Wartet auf mich, ich komme auch mit. Cloud, bitte pass auf Nanaki auf. Was passiert? Ich glaube, ich bin ein etwas erwachsener geworden. Das ist passiert. Komm zurück, wenn du mein Wissen brauchst. Okay. Ich werde vor allem jetzt erstmal kurz rumgehen und mal schauen, ob dieser eine Typ oder dieser eine Laden oder was auch immer das ist, ganz im Osten besetzt ist. Später. So, willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Nachdem wir das letzte Mal unten aus den Cosmo Canyon raus sind, habe ich die Chance genutzt, jetzt mal diesen westlichen Region mir anzuschauen und eigentlich war die relativ langweilig. Es gab über den Fluss, wo ich gerade stehe, also wo ich mich gerade bewege, in diesem Abteil, gab es neue Monster, die doch einiges mehr aushalten, auch so ein bisschen alienartig aussehen, die aber massenweise Erfahrungspunkte geben. Ich könnte jetzt wieder leveln, nur ich muss zugeben, ich bin jetzt schon wieder Stufe 44. Ich habe Angst, dass ich langsam überlevel hier. Und hier haben wir ein kleines Dörfchen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wenn mich nicht ganz alles täuscht, sieht das doch nach diesem Nibelheim aus. Weil zumindest so von der Grafik und wie der Eingang ist, das ist genau die Stadt. Hat jemand erzählt, die Stadt gäbe es nicht mehr? Ja. Cloud, hast du uns angelogen? Ich lüge nicht. Ich erinnere mich, die Hitze der Flammen. Die Erinnerung, genau. Irgendwas ist hier passiert. So, man hat doch keinen Kampf automatisch hier. Aber sind hier auch Menschen? Ist nur eine Illusion? Was passiert hier? Bücher auf dem Tisch? Aus der Spüle ziehen wir eine Materia? Ein Toasterfernseher? Was ist das denn? Schwarze Kapuzentypis? Der schwarze Umhang. Vereinigung. Glückskapsel. Was? Bekommen? Glückskapsel? Ist das ein Gegenstand? Glückskapsel, genau. Erhöht Glückswerte. Für immer? Vereinigung. Und der Kleine? Wieder? Oh. Das sind aber die Abbilder der Leute, die hier gelebt haben. Okay. Die werden schon wissen, warum die so sind. Hier ist ein Hund. Wuffy? Yuffie mit Wuffy? Nee. Hier ist schon wieder so ein schwarzes Typ hier. Muss es holen und Sephiroth bringen. Dann eins mit Sephiroth werden. Dieser Typ hat die Nummer 5. Der sagt das gleiche nochmal. So, wir können uns hier umschauen. Okay, das ist seltsam. Schwarze Typen, das klingt nach mir nach verbranntem Fleisch. hier an der Feuerstelle ist auch einer. Er hat die Tätowierung 11. Turboäther. Muss gehen. Wiedervereinigung. Das sind irgendwelche Reste von den Bewohnern? Erinnerung? Warte mal, der innere Reaktor ist doch die, also dieses Forschungsding ist in die Luft gegangen. Da waren doch Haufen Versuchsobjekte drin. Sind das vielleicht die Überbleibsel davon? Da ist Versuchsobjekt im Schlafzimmer. Wenn ihr sowas Schwarzes, Umhängisches im Schlafzimmer gerne haben wollte. Tätowierungs Nummer 4. Platinfaust. Wo bist du, großer Sephiroth? Platinfaust klingt gut für Barrett. Wenn die Rest sieht ja auch
Regelmäßiger Bericht an Professor Hoyo. Erster Bericht über Aktivitäten der Klone. Unglücklicherweise haben in diesem Quartal keine Klone die Stadt verlassen. Wie zuvor berichtet, scheinen die Klone zu spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie sagen jedoch alle Vereinigung oder Sephiroth und zeigen sonst keine weiteren Anzeichen von Aktivität. Zweiter vertraulicher Bericht. In diesem Quartal besuchten 8 Personen diese Stadt. Glücklicherweise wusste keiner von den Ereignissen vor 5 Jahren. Es weiß also niemand, dass die Stadt so wiederhergestellt wurde, wie sie vor 5 Jahren war. Unsere als Stadtbewohner verkleideten Mitarbeiter haben ihre Schauspielkünste verfeinert und es gibt zurzeit keine Probleme. Das wäre alles. Cloud, sagst du vielleicht dazu was? Okay, das ist nicht erwähnenswert. Das ist schon okay. Klavier spielen? Na klar. Also, wie ging das nochmal? Ich erinnere mich. Oh, hier können wir Klavier spielen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Schwammische Steuerung. Für den Arsch. So. Egal, Kuhspeck hat man noch. Wir könnten das tun, wenn wir wollten. Also es gibt Klone und Mitarbeiter und es sollen Leute abgehalten werden, in dieser Stadt halt irgendwas zu finden. Sollen einfach... Sollen Ruhe gelassen werden. So, hier hinten. Schwarzkapuze. Erklärungsnummer 6. Hm, er hat etwas. Glückskapsel. Ah, Muster Wiedervereinigung. Gehen. Draußen können wir übernachten. Hallo, willkommen. Ich möchte ein Zimmer. Das macht 100 Gil pro Nacht. Ist das in Ordnung? Ist okay. Was hast du zu erzählen? Diese Stadt sollte vor 5 Jahren niedergebrannt werden. Was zum Teufel ist hier los? Sag nicht so schreckliche Dinge. Ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Was du behauptest, ist nie passiert. Im Gästezimmer sollte sowas nicht liegen, nehme ich an. Aber Junge, hier ist eine Truhe. Mach die Truhe auf. Hast du denn nichts gelernt? Oh, na warte, machen wir auch noch hier. Also wäre wenigstens das erste menschliche Gesicht, was wir gesehen haben. Seltsam alles. Wirkt schon ein bisschen... traurig. Kleines Kind? Trank, nö. Das ist... hübsche Stadt, oder? Wir sind hier schon lange im Geschäft. Du lügst. Hast du was mit der Stadt zu tun? Aus hier geboren und aufgewachsen zu sein? Ich war hier, bis ich 14 war und an dich kann ich mich nicht erinnern. Lügen ist schlimm. Okay, die meinen alle, die echte Wahrheit zu kennen. Er hat ein Tätowierer mit der Nummer 12, hm? Er hat etwas. Elixier, kannst du hören? Die Stimme von Sephiroth. Okay, hier geht was sehr Seltsames vor. Irgendwie ist das nicht ganz komisch, aber wie wir schon gelesen haben. Was ist? Ich möchte eine Geschichte hören. Ich habe zu meinem 14. Lebensjahr in diesem Haus gewohnt. Nein, aber die Stadt wurde niedergebrannt. Bist du krank, solche Dinge zu sagen? Verschwinde. Okay, nicht mal das Elternhaus wird mir hier anerkannt noch. Achso, hier ist gar nicht. Das sind Treppen. Da fehlt einfach das Bett. Sehr seltsam. Und über die Schwarzkapuzentypen. Oh, er ruft. Sephiroth, er ruft. Der große Sephiroth ist nah. In der Villa. Ah, der große Sephiroth. Okay, Leute, ich würde mal gerne irgendwo speichern. Also nochmal kurz rausgehen auf die Weltkarte und speichern. Das ist mir irgendwie gerade sehr... klingt seltsam. Sehr ungeheuer. Klingt interessant. Das wird kommen. So. Die Villa. Da haben wir noch interessante Erinnerungen. Ach, hier wird gekämpft. Wrecking Ball?
Ist das Miley Cyrus? Ein Typ auf einem schwingenden Beil. Wirkt seltsam, ist seltsam. Warte mal, da ist irgendwas. Ich muss alle loswerden, die in meiner Forschung im Weg stehen, sogar den von den Turks. Ich habe ihn wissenschaftlich verändert und im Keller schlafen gelegt. Wenn du ihn finden willst, durchsuch das Gebiet. Aber das ist nur ein Spiel, das ich mir überlegt habe. Du musst nicht mitmachen, wenn du nicht willst. Scheinbar ist da noch ein Brief. Lesen. Dreh die Skala am Safe vorsichtig, aber schnell. Du hast 20 Sekunden. Du kannst beim Drehen nicht an den Zahlen vorbei. Die vier Tipps für die Zahlen sind... Okay, Moment. Das ist... Musst du mal mich aufschreiben? Also, Safe. Skala, Skala, Skala. 1. Der Deckel der Kiste mit dem meisten Sauerstoff. Okay, wahrscheinlich der irgendwo draußen ist, nehme ich an. Ich möchte bitte die anderen Tipps lesen, wo die stehen. Und 20 Sekunden bei der... Na, gucken. 2. Hinter Schwarz und Weiß ohne Himmel. Ohne Himmel. Und oh, alles nochmal durchklicken, Leute. Das kann man doch besser machen. So, wir wollen die vier Tipps für die Zahlen vor allem. Okay, 3. Das Knarren am Boden beim Stuhl in der zweiten Ebene. Dann 5 Schritte nach links, 9 Schritte hoch, 2 Schritte nach links und 6 Schritte hoch. Knarren am Boden beim Stuhl in der zweiten, also zweite Etage. Knarren Stuhl. Und dann 5 nach links. 9 hoch, 2 nach links, 6 hoch. Okay, und jetzt kommt gleich noch die vierte. Das ist mir doch toll übersetzt. Im Keller auf jeden Fall. Die vierte Zeile ist mit unsichtbarer Tinte geschrieben. Skala 4 ist... Rechts 97. Okay. Ist hier sonst was in dem Raum? So, dann lasst uns mal hier links rum als erstes gehen. Schwarz und weiß, ohne Himmel. Könnte das Piano sein. Wir haben wieder den... Feeling like a wrecking ball. Und weg ist er. Und tschüss. So. Also irgendwie kann man hier drin was finden. Irgendeiner ist im Keller eingesperrt. Was auch immer das ist. Es sind... ich weiß nicht, was das ist. Oh nee, oder? Das ist irgend so ein Verwirrtheitsding. Okay, sowas habe ich natürlich absolut keinen Bock. Oh, die ständig kommen, diese Viecher. Oh. So. Gibt es da einen Ausrüstungsgegenstand? Sehr irgendwie verwirrt, nehme ich an. Flint, Frosch, Zwerg, Feuer.
Ne, haben wir leider nichts. Also schwarz und weiß, das ist ja gefühlt eigentlich ein Piano. Die Klaviertastatur, Pianotastatur. Was? Okay, verstehe nicht. Gerade eben noch nicht. Wir kommen nur andersseitig dort rein. Zwillingswiper. Achso, warte mal, was ist denn das? Ist das ein Stab? Oh, das ist für Yuffie eine geile Waffe. Windklinge. Ja, deutlich besser. Okay, aber. Da, wo der meiste Sauerstoff ist. Silbernes Megafon. Oh nee. Können wir ganz schnell das erledigen? Oder nichts, was Verwirrtheit halt. Oh, ich hasse schon nervischen Statuseffekte. Wir haben ja nichts, was da irgendwie schützt davor. Ne, keine Ahnung. Das Buch kommen wir nicht. Muss ich mich heilen mal kurz? Ja, bestimmt. Also, wir haben nur eins bisher. Gehen mal rechts rum. Der Geheimgang? Wie kommt dieser fette Typ überhaupt ins Obergeschoss mit seinem Wrecking Ball? Beil! Aber habt ihr schon gesehen, die Waffen ändern sich wirklich in den Händen von unserem Helden. Das führt doch in den Keller, da muss man nicht hin. Ohne Himmel, das ist ein Bett. Naja, das zählt nicht. Was seid ihr denn? Waagschalen. Waagschalos. Ich habe null Schaden. Weil ich jetzt nur mit Zaubern Schaden machen kann. Ich habe gerade keinen Zauber bereit dafür. Blitz. Ja. Okay. Das ist abhängig davon, wie sie gerade drauf sind, was man da machen kann.
Zauberkapsel. Soll ich bitte ein knarrendes Brett hören? Jetzt habe ich durch den Schwächsten ausgewählt. Moment, also diese Position heißt kein Griff mehr. Au. Den können wir angreifen normal. Okay, der ist mit Zauber nur angreifbar. Kann ich das Demi nehmen? Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Nicht viel. Weil ich selber Demi gemacht hatte vor uns. Mondjaulen erhalten. Moment, das gucken wir uns mal ganz kurz an. Was ist die Limit-Technik von Red? Okay. Nehmen wir nicht einmal einrichten, Mundsucht. So, und was nimmt Prüfen? Hast eine erhöhte Verteidigung. Klingt nicht toll, aber müssen wir mal probieren. Was soll denn hier ein knarrendes Brett sein? Kann es bitte auch ohne Kämpfe sein. Ach nee. Können wir die bitte ganz schnell wegmachen, die scheiß Kürbis-Laternenviecher. Nein. Ah. Okay, sie macht wenigstens die Richtung. Ja, okay. Keiner dreht sich von mir. Also gegen die will ich nicht oft kämpfen. So. Da ist der Safe. Da will ich auf jeden Fall das nicht einstellen. Der Raum mit dem meisten Sauerstoff ist da, wo die Pflanzen sind. Alles klar. Also eins ist... rechts 36. Okay, dann brauchen wir schwarz-weiß ohne Himmel. Bei der Position können wir gerade alle angreifen. Also normal, ich mache mal Nahkampfangriff, weil das kostet. Ah, okay, er wechselt. Er hat Rüschen genommen. Wir nehmen Zauber. Habe ich gerade keinen. Deswegen mache ich Normalangriff, kostet mich ja nichts und Blitz. Genesung. Hochgebracht, sehr gut. Okay. Zweite Etage. Bei dem Stuhl. Wo ist der Stuhl? Aber es ist ja auch, warte mal, 5 nach links hoch. Das muss irgendwas, was weit unten ist. Klappert das hier? Hm, Spiegel sind Spielangriffe. Weg damit. Den mal den geölten Blitz, auf dass der weg ist, ohne Fluch.
glaube, es sind auch Ohren eher gewesen. Schwarz-Weiß ohne Himmel, das ist doch... Reine Stille erhalten. Was macht Spiegel? Ja, mein, das ist ein Objekt, nehme ich an. Das macht... Fernkampfwaffe, für wen ist denn Spiegel? Okay, aber jetzt kurz mal Limits gucken bei Yuffie. Dann machen wir jetzt, was macht das bei Stimme? Stellt HP der gesamten Gruppe wieder. Oh, okay. Und wir richten jetzt mal bebendes Land ein. Das macht, greift alle Gegner an. Sehr gut, eine AOE-Attacke. Also ich vermute mal, da hier eins war, wird das auf der Gegenseite sein. Der Stuhl. Der knackt. 5 nach... Zwei, drei, vier, fünf. Eins. Oh, nur so viele von den Scheißviechern. Oh, meine Lust, die zu bekämpfen, ist irgendwie so, so gefühlt bei null. Okay, bis auf... ist doch mehr. Ich hasse solche Effekte, vor allem wenn man sich selber damit schaden kann, wenn man schon stark geworden ist. Das ist... Ich meine, es gibt gut XP, das ist keine Frage. So, das wird das sein. 2 nach. Damit gehen wir einfach hier lang und dann 6 nach oben. Ha! Okay, haben wir das gefunden? Rechts 59. Gut. Schwarz-Weiß ohne Himmel. Es wird doch im Erdgeschoss sein. Schwarz-Weiß ohne Himmel. Ja, wenn 2 Sachen oben sind, wird eins im Erdgeschoss sein. Als andere würde mich stark verwundern. Och, Mann. Schild, der mich heilen soll. Ich trops. Nein! Oh, ich hab schon gesagt. Alter, heil dich. Können wir mal bei Materials irgendeinen auf eine Elementarsache setzen? Guck mal, der hat Gewitter. Hat die irgendwo alle? Das tue ich hier mal alle raus. Und mach das bei ihr mal rein. Und setz das dagegen wieder bei ihm ein. So. Schwarz-Weiß ohne Himmel. Also entweder Keller. Wahrscheinlich Klaue, da müssen wir erstmal hinkommen. Und halt hier, das Piano.
Okay, Yuffie hat jetzt den Angriff. So. Nein. Oh, nee. Nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Aber ohne Himmel.